Hallöch, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Call of Cthulhu mit mir, der Mushroom, hier auf dem Pixel-Kanal. Und wie ihr seht, befinden wir uns in der Irrenanstalt. Ja, in der letzten Folge sind wir irgendwie hier reingeraten. Obwohl wir in der Höhle waren, die eingestürzt ist, sind wir hier aufgewacht und Bradley war noch am Leben, seltsamerweise. Und jetzt sind wir hier in unserer Zelle und wir können hier nicht raus. Selbstverständlich ist es zu. Da ist irgend so ein... ein komisches Gas, das sehr seltsam aussieht. Das ein bisschen wirkt wie das ganze Licht im ganzen Dorf. Ja, im Dark Water. Und wie die Kerzen auch dort. Und auch der... ja, keine Ahnung. Wir können jetzt also nur noch hier warten. Mehr können wir nicht machen erstmal. So wie es aussieht. Was war das? Hast du gesehen? Warte. Der Knopf leuchtet, wenn ich mich ducke. Okay. Und da lacht einer, ziemlich verrückt. Das könnte Pada sein. Pada, Mann! Sei mal leise. Danke. Okay, komm. Wir warten mal. Keine andere Wahl. Okay, also das sieht... das sieht für mich aus wie ein Traum, ganz ehrlich. Also jetzt sind wir auf einmal draußen, nicht mehr in unserer Zelle. Was geht ab? Und ich humpel noch, also sein Bein ist noch verletzt. Ich habe auch kein Licht, Leute. Oh, shit. Hallo? Oh mein Gott. Wow! Der Leviathan hat mit uns gesprochen. Oh, Alter. Was machst du da? Das wirkt alles sehr, sehr strange und surreal. Und immer die gleichen Typen. Mach den Finger runter, Junge! Kein Nähr ist tief genug. Wow. Dieser Riesenwal, den sie gefangen haben? Ist der vielleicht der Leviathan? Wake up. Come on, stand up. We don't have much time. Can you stand up? Who are you? A friend of Ethan Bradley. It was he who told me that you had been interned here. Wait. Bradley is really alive? I don't understand. You filled me so full of drugs I can't distinguish... dream from reality. Please believe that I have nothing to do with these disgraceful treatments. Look, I don't have time to explain everything. I'm not really supposed to be here. And the same goes for you, according to Ethan. You must leave as soon as possible, and as unobtrusively as possible.
I've brought you your clothes. Let me go ahead. We'll meet upstairs. Wait a minute. Hä? Ganz kurz. Ich heiße nicht Ethan. Sie hat mich Ethan genannt. Was tun Sie mit dem Patienten hier? Ich war nicht einmal mit wem. Ich weiß nicht mal, mit wem ich zu tun habe. So groß ist das Risiko nicht. Wie soll ich von hier entkommen? Ich glaube, das sind immer so zwei Möglichkeiten, mit denen wir ganz normal reden können. Ich weiß nicht mal, mit wem ich zu tun habe. Ja, wer bist du überhaupt? I don't even know your name. All I have is a woman dressed as a doctor, which is not particularly reassuring. I am Dr. Marie Colden. I work in this institute. But that does not mean I approve of everything Dr. Fuller does. He hides a lot of things from me, especially on this floor. We must not stay here. There are two men standing guard near the stairs. It's the only way to the floor above. I shall try to distract them and get at least one to come with me. All you need to do is to follow me as soon as the way is free. Understood. Was soll das denn? Ich hätte gerne noch die anderen Informationen gehabt. Oh Mann. Okay. Woher weiß ich, mit welcher Frage-Antwort ich nicht das weiter triggere? Alles klar, also. Wir wissen Bescheid. Dr. Fuller ist dieser dritte Mann, den wir auf einem Bild gesehen haben. Wow. Der mit Hawkins zusammenstand, mit Vater von Fitzroy. Und halt Dr. Fuller. Okay, wir schauen mal hier alles in Ruhe an. Was ist das denn jetzt hier? Okkultismus. Why the strange symbol repeated over and over? Also er hat gesagt gehabt, wenn er das hier drin sieht er ihn nicht. Das könnten Schutzsymbole sein. He'll come for you. The paintings are cursed. Die Bilder sind verflucht. Sarah, schreibt er hier. Sarah. Überall. Sarah, Sarah, Sarah. You can't escape. What did they inject him with? Das ist blöd, dass wir unsere Fähigkeiten nicht nicht gut genug sind, sagen wir es mal so. Ey, wir haben zwei Fertigkeitspunkte. Wir könnten unsere versteckten Fähigkeiten verbessern. Also die Entdeckung verbessern oder Psychologie? Redegewandtheit, come on. Gib mir Redegewandtheit, 50%, Mann. Könnten ein bisschen Stärke verbessern. Die kann ich leider nicht verbessern. Das ist so mies. Hätte man das am Anfang gewusst, hätte ich echt viel mehr darauf geskillt. Als da drauf. Oh, sollen wir noch Psychologie machen? Oder Entdeckung? Ich bin irgendwie mehr für Entdeckung. Gut. So, danke. Verstand. Stabil. Das Ritual. Albträume. Das lese ich jetzt nicht alles vor. Das kennen wir ja. Aha. Puh. Ja, vielleicht war es halt wirklich nur ein Traum. Obwohl ich das echt ehrlich gesagt nicht glaube, dass es ein Traum war, weil wir haben den Kerl gesehen, verdammt. Hawkins, Mann. Alter 41. Er lebt. Aber sieht richtig scheiße aus. Er sieht aus wie ein Cthulhu-Monster, Mann. Haben wir nichts Neues. Inventar. Haben wir jetzt unsere Lampe. Wissen. Haben wir jetzt hier Bibel. So, was haben wir hier? Am I in an asylum? Würde ich auch sagen. Was ist das denn jetzt hier? Ah. Was liegt denn da für ein geiler Brief? Sarah Hawkins is on this list of authorized visitors. Die kennen sich. Wie hieß der hier? Ich habe seinen Namen vergessen. What did he write about the painting? Okay, ich bin fertig. Ich habe alles. Es ist sehr strange, ey. Sie hatte auf jeden Fall irgendwie Connection zu den Übernatürlichen. Die gute Sarah. Können wir mal hier durchschauen? Oh mein Gott, guck mal, wie ekelhaft.
Hallo? Auch zu. Immer lieber mal die Taschenlampe. Die Taschenlampe, das Feuerzeug, meine ich. Boah, Alter, ganz ehrlich. If I don't get out of here, I'll end up like him. Yes, sir. Alles okay? Kommen wir auch nicht rein. Überall diese Dreckspritzen. Wenn man jetzt mehr auf Medizin geskillt hätte, würde man wissen, was da ab... Aber der geht auch gut ab. Dann würde man wissen, was sie da eben spritzen und vielleicht irgendwie mehr rausbekommen. Ich glaube, ich habe schon ein Medizinbuch mal vergessen. Ich schaue mal kurz nach. Inventar, Wissen. Ich habe Band 1 habe ich vergessen. Oh Mann. Band 1 war in unserem Büro. Ja. Naja. Was ist das? Curryhähnchen vielleicht mit Bohnen? Keine Ahnung. Ekelhaft auf jeden Fall. I don't understand. These people need care. You keep them in this terrible place as if... Go back upstairs where your patients are waiting for you to treat them. As for you, gentlemen, do not disappoint me anymore. No one enters or leaves. Yes, doctor. Wenn ein Feind deine Anwesenheit vermutet, erscheint eine weiße Markierung. Wenn der Feind dich verfolgt, wird die Markierung... Habe ich jetzt zu lange gebraucht? Hier geht's nirgendwo weiter, oder? Oh. Ein schöner Schrank. Was war das denn? Was geht ab? Okay, wieso passiert das? Ich provoziere es mal. Nee, ich provoziere es irgendwie doch nicht. Lieber raus. Er wird verrückt da drin. Kann das sein? Verstand? Dass wir immer noch stabil sind. Ach, guck mal, nein, es geht runter. Guck mal, seht ihr das? Oder hat das das zu bedeuten? Dass wir da langsam runtergehen? Ich dachte eigentlich, das Symbol würde sich ändern, wenn wir an geistlicher Gesundheit was verlieren. Um dich nach vorne zu lehnen, zu hoch entdecken, drücke da und dann... Ah. Dr. Fuller doesn't want us touching the pressure valves. As you want. I'm gonna see if there are sleeping pills left. Oh my god. They've run out again upstairs. Put a few aside for me, will ya? Good god. What could this machine be used for? Oh my god, guck dich das an. Oh man. Mach mal das Ding hier auf. Was ist das? Laut dieser Akte litt der Patient am Psychosen. Er stach sich seine Augen in einem Tobsuchtanfall aus. Das war der Typ, den wir gerade gesehen haben. Sanders, genau, Sanders. Francis Sanders, ja. Danke, Francis. Und was sind das für crazy paintings hier? Ja, das ist ganz ehrlich. It's an ammeter. I didn't expect to see one on this little rock. Ein Strom. Oh fuck, Alter, da liegt ja einer. The corpse is complete. Whose are these limbs? Ohne Witz? Is there a connection between this corpse and the machine? Schon wieder dieses Ölgedöns. Das haben wir ja schon im Keller gesehen von, also in dem, in dieser Höhle von den Kultisten. Ekelhaft. Ah, wir können uns hier wieder verstecken, okay.
Was ist das alles hier? Worse and worse. Es wird ja immer schlimmer. Das ist ja... Ja, sehr hygienisch. Mach einfach die Spritze in die Eingeweiden rein, Mann. Medizinkunde, come on. Vats of rotten flesh? An elaborate electrical system? Like a dumb pulp novel. Was ist das denn? What's the connection between this meat and the electrical installation? Ja, was ist das überhaupt? Wir können es mal versuchen anzumachen. This machine seems to consume a great deal of electricity. Ein Stromfresser, sagst du? Wohin geht dieses Kabel hier? Hallo? Bevor ich da irgendeinen Schalter umlege, schaue ich mich erstmal weiter um. Ja, ich... Oh Gott, war das knapp. Der Idiot, dass er mich nicht gesehen hat. Lass mal da reingehen. Okay. Vielleicht finden wir hier irgendwie was Geiles. Esotericism, Mineralogy and a full shelf on cephalopods. Kopffüßler. Also Kopffüßler sind doch... Das sind doch so Tintenfische und so Gedöns. Sarah Hawkins. She was a patient here. Oh, Sarah Hawkins wurde einige Zeit von ihrem Tod aufgrund ihrer Wahnanfälle in Riverside interniert. Das Feuer in der Villa war nicht ihr erster Versuch. Hier ist nichts hinten dran. Aber nichts. Ah, da kann man sich wieder verstecken. Alter, wie schnell das halt geht! That Dr. Fuller again. Ein Dokument, das bescheinigt, dass Irene Sanders, die Ehefrau von Francis Sanders, ihren Mann nach Anzeichen beschweren Wahnsinns hat einweisen lassen. Anatomy, Anthropology, nothing surprising. Lass lieber das Feuerzeug draußen. Schade, eigentlich habe ich gehofft, dass wir noch mehr finden. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Kerl wieder hier auftaucht. What? Pass mal auf. Have I activated anything? Oh, oh. Oh, oh. Wo ist er? Alter, ich stand genau vor ihm. Ich stand genau vor ihm. Wo ist er jetzt? Er ist weitergelaufen. Hey, Junge. Noch so ein crazy Dude. Jetzt ist er weg. Hier könnte ich mich auch verstecken, wenn er, falls er wiederkommen sollte. Da steht einer. Ah, da ist er. Ich versteck mich hier. Da kommt er. Da kommt er. Den ich hier... Okay. Du bist da lang, alles klar. 1, 2, 3, 4, 5.
Schläft er? Oh, ich muss da rein. Ich behaupte mal, das schläft. Oder auch nicht. What carnage? Okay. Da hinten ist das Ding. Zum Anlassen. It's done. Now for the others. Hey, was ist das denn? Medizinbuch, bitte? Yes! Geschichte der Medizin im 20. Jahrhundert. Dieses letzte Werk befasst sich mit der Geschichte der modernen Medizin. Durch die schnelle Entwicklung von Wissen und neuen Erkenntnissen seit Beginn des neuen Jahrhunderts wird sich dieses Buch schon in einigen Jahren als obsolet erweisen. Yes! Gestiegen auf 21%. Wir sind immer noch Laie. Hier ist aber Profi, 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 Profi. Überall Profi. Natürlich sind wir das. Kann ich mich noch verstecken? Das ist richtig ekelhaft hier. Wie der einfach aussieht wie wir. Einfach vorbeilaufen. Oh shit, Junge, lauf! Lauf, 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 lauf. Oh shit, er hat mich gesehen. Safe. Wir sind safe. Er weiß nicht, wo wir sind, aber er kommt hierher. Oder? Wuhu! Ja, sieht gut aus. Ich glaube, es war eine gute Entscheidung, dass wir zuerst diese zwei angemacht haben. Theoretically, I've only got one lever to push. Jo, aber welcher fehlt mir noch? Geht denn das Kabel jetzt schon wieder hin? Das ist doch das hier. Ja, das Grüne, das geht dahin. Okay, aber wo genau? Weiter, okay. Es geht wieder hier raus. Da oben. Da lang. Üben sie weg. Oh Gott, da stehen zwei. Da drin, okay. Nein! It's locked. Was geht da rein? Wie komme ich da rein? Oh, vielleicht ist es denn hier. Was ist das? Mitteilung an das Personal. Der Vorfall der letzten Woche verursachte erhebliche Schäden an der Infrastruktur und führte zu einem Stopp der laufenden Experimente. Das ist inakzeptabel. Mit sofortiger Wirkung müssen die Räder zur Regelung der Gashähne nach jeder Benutzung im Lagerraum aufbewahrt werden. Außerdem müssen sie die Verwendungsliste auf dem aktuellen Stand halten. Dr. Fuller. Was soll man das bedeuten?
The green gas leaves from here and it runs through the whole building. Ich glaube, das macht die Leute wahnsinnig. Ermittlung? Wir könnten versuchen, das aufzuschließen? Komm schon, das muss jetzt einfach mal klappen, verdammt. Sag mal! This padlock is too complicated for me. It's no use. Ich hab das schon auf 50%, oder? Sag mal ganz kurz, wie weit habe ich da meine Fähigkeiten? Da. 60% habe ich! So lächerlich schon wieder. Was haben wir da? Also Notiz an das Personal. Dr. Fuller, ich habe Ihre Maschine bestmöglich repariert. Die Rohrleitungen sind allerdings beschädigt und ich fürchte, dass Gas austritt. In einer so kurzen Zeit kann ich nicht mehr schaffen. Ich möchte Sie nur warnen. Wird die Ausrüstung zu stark beansprucht, besteht die Gefahr einer Explosion. Seth Allen, Mechaniker. This valve controls the pressure. A control wheel is missing. Ein Control Wheel. It's impossible to break this chain with my bare hands. Ja, was haben wir da? A duct. Eine Leitung. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mache, da verdammt. Einfach mal dran ziehen. Damit könnte ich auch eine Ablenkung, für Ablenkung sorgen. Ah, da fehlt mir noch so ein Rädle. Um das anzumachen. Wo haben die gesagt, liegt das? Im Lager, wahrscheinlich bestimmt da drin. So, pass auf. Wenn es einen Schlüssel gibt, dann ist er sicherlich... Ja, pass auf. Dann ist er sicherlich da drin bei denen. Was ist das? Brevarium der Medizin, Buch 1. Dieser schwere Band ist der erste in einer Reihe von 3 Bänden und ist das Hauptnachschlagewerk jedes erfahrenen Mediziners. Er enthält alle jüngsten Forschungen in der Medizin. Häufig wird dieses Buch in der Bibliothek der großen medizinischen Universitäten gefunden. Eine Ausgabe an einem abgelegenen Ort wie Darkwater zu finden, das ist ungewöhnlich. Yes! Medizinkunde wieder gestiegen. Sehr gut. Hier ist etwas. Ah, guck mal! I could use this control wheel to turn the valve I saw. Hier ist aber noch etwas. Ah ne, doch nicht. Ist schon weggegangen. Okay, komm, ja, komm, dann benutzen wir das mal. Es gibt echt verschiedene Möglichkeiten, das Ganze hier immer zu lösen. Was ich ziemlich cool finde. Now for the next step. Na gut. Und jetzt? Ich drehe hier nochmal. Ja, und jetzt? Ah, da fehlt's noch, okay. Kann ich das zufällig wieder mitnehmen? Nein. Dann nehme ich wieder den Druck raus, ne? Ich will ihn ja haben. Aber dafür brauche ich noch einen Bolzenschneider und nochmal so ein Rad. Oder den Schlüssel für das Schloss. Da hinten läuft eine Wache rum. Exactly what I need. Die Schlüssel. Oh shit.
Geh weg.